Oh Mann, Herr Officer, was ist denn hier passiert? Was ist mit dem Mädchen hier passiert, Herr Officer? Apo, dieses Mädchen hier wurde aus unerklärlichen Gründen angegriffen. Sie ist schwer verletzt und muss unbedingt ins Krankenhaus. Oh nein, Herr Officer, wie kann das sein, dass das Mädchen da verletzt auf dem Boden liegt? Woher kommt das? Wer ist daran schuld? Ach, Apo, weißt du, wir wissen das nicht so genau. Irgendwas greift hier Mädchen in Brookhaven an. Das ist schon das dritte Mädchen diese Woche. Oh nein, Herr Officer, was können wir dagegen tun? Wir müssen die Mädchen in Brookhaven beschützen. Achtung, Leute, da könnt ihr nichts gegen tun. Hä, wer bist du denn? Ich bin ein Geisterjäger und paranormaler Jäger in Brookhaven. Hä, okay, und was hat das jetzt mit diesem Unfall hier zu tun, mit dieser Straftat? Der Täter, oder die Täterin besser gesagt, ist Jenna, die Hackerin. Alle Mädchen in Brookhaven sollten sich vor sie in Acht nehmen. Jenna, die Hackerin, ist erbarmungslos. Ihr werdet sie niemals finden. Hä, okay, Herr Officer, haben Sie das gehört? Jenna, die Hackerin, ist daran schuld. Wir müssen Jenna, die Hackerin, finden. Komm mit zum Polizeirevier von Brookhaven. Wir werden einen Plan aufstellen, um Jenna, die Hackerin, zu finden. Okay, dann lass uns doch aber lieber Ihr Auto nehmen. Da sind wir doch viel schneller mit. Komm, steigen Sie ein. Wir fahren jetzt zur Polizeistation von Brookhaven und dort werden wir Jenna, die Hackerin, die werden wir dann fassen. Los, Leute, hier, ab zum Polizeirevier, rein da und hier werden wir einen Plan austüfteln. Okay, Babu, wir sind jetzt hier in der Polizeistation von Brookhaven. Ja, das sind wir. Und was sollen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir einen Plan machen. Also, Babu, ich glaube, wir müssen Jenna, die Hackerin, hierher locken und dann werden wir sie fassen. Okay, das ist ein guter Plan. Dann wollen wir mal hoffen, dass nichts weiteres passiert. Hey, Hilfe, Leute! Hilfe, Polizei! Jenna, die Hackerin, hat mich angegriffen. Ich werde verfolgt. Oh nein, komm schnell rein. Wir werden dich beschützen. Was ist denn passiert? Also Jenna, die Hackerin, die verfolgt mich und die will mich töten. Die hat's hin auf mich abgesehen. Ihr müsst mich beschützen. Leute, ihr müsst mich beschützen. Hilfe. Hilfe, Bapo. Also, wir müssen noch mal eben gucken, ob es Jenna überhaupt wirklich gibt. Ich gehe mal eben nach draußen und guck mal, ob ich hier jemanden finde. Oh nein, guckt euch das an. Hier liegt schon wieder ein Mädchen. Jenna, die Hackerin, hat schon wieder ein Mädchen verletzt. Wir müssen sie unbedingt retten. Leute, Jenna, die Hackerin, ist echt. Helft uns, bitte helft uns. Ich bin Jenna, die Hackerin. Und du musst Babu sein. Du bist Babu, oder? Was? Jenna, die Hackerin, ist hier. Ja, ich bin Babu. Bitte tu mir nichts an. Dir würde ich doch niemals was antun, mein Babu. Okay, aber warum hast du die ganzen Mädchen angegriffen? Bitte mach die Mädchen alle wieder gesund. Jenna, warum hast du die alle angegriffen? Das ist mal wieder so typisch. Jetzt interessierst du dich schon wieder nur für alle anderen Mädchen. Hast du mal gefragt, wie es mir geht? Hast du dich mal gefragt, wie es mir geht? Nur weil ich die ganzen Mädchen alle angegriffen habe, bin ich jetzt nichts für dich, oder was? Interessierst du dich denn gar nicht für mich? Ich habe doch extra alle anderen aus dem Weg geschafft, damit wir beide, Babu, damit wir beide ein Paar sein können. Was? Ich will aber nicht mit dir zusammen sein. Schnell abhauen. Nein, ich will nicht mit Jenna, die Hackerin, ein Paar sein. Ich muss jetzt ganz schnell abhauen, Leute. Es ist so dunkel in Brookhaven. Jenna, die Hackerin, hat einfach es alles dunkel gehackt. Oh nein. Jenna, verfolg mich. Nein. Nein, Jenna, verfolg mich. Hilfe. Hilfe, wo ist Jenna? Nein. So, Leute, hier ist der Supermarkt. Hier muss ich rein. Oh nein. Jenna, die Hackerin. Ich verstecke mich jetzt hier mit dem Mädchen. Oh Mann, Babu, da sind wir aber gerade noch mal davon gekommen, oder? Oh Mann, ey. Das muss ich dir sagen, ey. Da sind wir gerade noch mal davon gekommen. Oh nein, Babu, dreh dich um. Oh nein, was ist denn? Nein, Jenna ist hier. Nein, Jenna, lass mich in Ruhe. Jenna, nein, bitte lass mich in Ruhe. Ich möchte nichts von dir. Aber Babu, wir sind füreinander bestimmt, Babu. Ich habe doch extra alle anderen Mädchen ausgeschaltet. Jetzt gibt es nur noch dich und mich, Babu. Nur noch dich und mich, Babu. Komm, möchtest du mein Freund sein? Nein, Jenna, du bist total böse. Du bist Jenna, die Hackerin. Lass mich in Ruhe. Nein, ich hau schnell ab. Nein, Jenna, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, Jenna. Ich muss schnell hier weg, Leute. Ich muss schnell hier weg aus Brookhaven. Jenna, die Hackerin, verfolgt mich. Nein, Hilfe, Jenna. Nein, lass mich in Ruhe. Nein. Oh Mann, ey, wo bin ich denn jetzt? Es ist alles so dunkel. Ich sehe hier gar nichts. Oh nein. Oh nein, Leute. Nein, Leute, hier ist die Straße zu Ende. Nein. Nein, was soll ich jetzt machen? Hier ist einfach die Straße zu Ende. Nein. Nein, Leute, hört ihr das? Nein.
Jenna kommt. Nein, Jenna kommt. Nein. Papu, abzuhauen, das bringt doch nichts. Ich bin Jenna, die Hackerin. Und ich als Hackerin hack mich jetzt zu dir. Oh nein, Leute, seht ihr das? Jenna ist da. Jenna ist hier. Nein, Hilfe, Jenna. Lass mich doch in Ruhe. Lass mich doch endlich in Ruhe. Papu, jetzt da ich dich habe, kann ich auch das Licht wieder anmachen. Heck, heck. Oh nein, Jenna, was möchtest du von mir? Du hast mich jetzt gefangen genommen. Bitte lass mich doch in Ruhe. Bitte lass mich in Ruhe und heil alle Leute. Nein, Papu, du kommst jetzt mit. Ich werde jetzt deine Freundin für immer und ewig sein. Aber damit hast du nicht gerechnet. Ich befreie mich jetzt. Uha. So, und jetzt hau ich ab. Jenna, du wirst mich niemals bekommen. Du wirst mich niemals bekommen. Ich bin nämlich jetzt auf der Flucht zum Polizeirevier von Brookhaven. Und da werde ich mit den Polizeibeamten einen Plan aushacken. Wir werden Jenna, die Hackerin, ein für alle Mal aufhalten können. So, ich bin jetzt hier bei den Polizeibeamten. Hallo, Polizeibeamter. Jenna, die Hackerin, die verfolgt mich. Und die möchte unbedingt, dass ich ihr Freund werde. Wir müssen sie aufhalten, Beamter. Wir müssen sie aufhalten. Bitte helfen Sie mir. Okay, Bapo. In der Zwischenzeit habe ich einen super-duper-mega-Geheimplan entwickelt, um Jenna, die Hackerin, aufzuhalten. Und der super-mega-Plan, der benötigt diesen Polizeihof. Komm mit, Bapo. Okay, ich mache alles, was Sie wollen. Ich mache alles, um Jenna, die Hackerin, aufzuhalten. Das geht nicht. Das geht einfach nicht, was sie da tut. Wie kann ich Jenna aufhalten? Komm, rücken Sie mit der Sprache raus. Was sollen wir tun? Wie können wir Jenna, die Hackerin, endlich das Handwerk legen? Also, Babo, das ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen Jenna hier in den Hof locken und das machen wir mit dir. Und wenn Jenna hier in den Hof gekommen ist, dann wirst du einfach ganz schnell aus dem Hof rausrennen. Und dann komme ich hier wieder her mit einer geladenen Waffe und dann werde ich sie festnehmen. Und dann wird Jenna, die Hackerin, ein für alle Mal in das Gefängnis eingesperrt. Wow, cool. Und dann sind alle Mädchen in Brookhaven wieder sicher? Ja, dann sind alle Mädchen in Brookhaven wieder sicher. Super, dann lass uns das machen. Komm, gehen Sie raus aus dem Gefängnishof. Und dann werde ich Jenna hierher locken. Oh nein, es ist schon wieder dunkel. Los, verschwinden Sie. Jenna, die Hackerin, ist ganz hier in der Nähe. Jenna, nein! Ich kann Jenna schon hören. Los, verschwinden Sie! Okay, halt dich an den Plan, Babu. Hallo, Babu. Hier bin ich. Babu, mein Schatz, ich bin hier. Ich bin deine Freundin Jenna. Komm, Babu, lass uns gemeinsam ein neues Leben anfangen. Aber Jenna, du kannst doch gar nicht bei mir sein. Guck mal hier, ich bin hier drin. Und du bist da draußen, Jenna. Du musst zu mir kommen, damit wir wirklich zusammen sein können. Da hast du recht, Babu. Bleib da. Ich bin sofort bei dir. Babu, mein Schatz. Ich bin hier. Babu, jetzt sind wir endlich vereint. Ja, Jenna. Jetzt sind wir endlich vereint. Komm mit. Komm mit hier in die Ecke. Ich muss dir was ganz Tolles zeigen. Okay, Babu. Ich komm her. Was gibt's denn hier? Hier gibt's eine Gefangenschaft für dich, mit Jenna. Ich habe dir eine Falle gestellt. Du wirst nie wieder andere Mädchen verletzen. Ich habe dir eine Falle gestellt mit den Polizisten. Und ich werde jetzt hier rausrennen und dann kommt der Polizist und wird dich verhaften, Jenna. Du bist erledigt, Jenna. Du wirst nie wieder irgendwelche anderen Leute verletzen. Und ich möchte nicht mit dir zusammen sein, Jenna. Schnell, Polizeibeamter. Kommen Sie her. Jenna ist da vorne. Jenna ist in der Halle drin. Sie müssen sie unbedingt aufhalten. Okay, Babu. Ich werde sie aufhalten. Jenna, du bist hiermit verhaftet. Alles, was du sagst, kann und wird vor Gericht gegen dich verwendet werden. Oh nein, jetzt bin ich ja verhaftet. Oh mein Gott, Jenna wurde wirklich verhaftet. Also Mädchen, ihr seid alle wieder sicher. Dank der #Babubande. Und falls dir das Video gefallen hat, dann abonnier den Kanal und schau dir jetzt das Video auf der rechten Seite an.